wir haben sie kennengelernt während eines Boda-Kurs an der USI in Wien. Und da haben wir sie ein bisschen angefreundet, ja. Ich habe es gleich gesehen, dass du Hilfe brauchst. Seither gehen wir regelmäßig auf den Berg, oder? Ich habe die Tour geplant, ich habe nicht ganz genau gewusst, bin da auch noch nie gewesen. Dann sind wir ja, 2 Stunden ungefähr gegangen. Kurz vorm Gipfel haben wir sich gedacht, nein, wir machen noch einen Rast. Und wir haben da was geaßen, da noch und da was getrunken halt. Super Aussicht und die Anna wollte es auf einem Selfie festhalten. Und ich in meiner Euphorie, zack, und schon in den Rucksack reingeschmissen. Na, Gott, wo ist denn da jetzt hin? Also ich hole den nicht, gell? Ja, da ist alles drin. Ja, Martin, aber du holst ihn auch nicht. Wir wollten es ihm ausreden, aber ja, keine Chance. Immer, wie immer, gescheiter. Ja. Geht schon. Jetzt sieg ich nicht mehr. Und dann endet er irgendwann meine Erinnerung. Er war einfach weg. Martin! Ich habe versucht anzurufen, aber er hat nicht angerufen. Martin! Im Schuh geschaut, könnte man da jetzt nachsteigen, aber da sind immer wieder Steine reingefallen und wir haben ihn ja nicht gesehen. Hätte können alles auf ihn dann reinfliegen. Es hat sich einfach angefühlt wie eine Ewigkeit. Ich rufe jetzt um. Ja. Und irgendwann hat man einfach panische Angst. 1-4-0. Ja, es war das erste Mal, dass ich einen Notruf angerufen habe, aber ich hatte mir einfach keinen anderen Ausweg gefunden. Ja. Wie die Bergrettung gekommen ist, war ich mal sehr erleichtert, dass endlich jemand da war. Die Bergrettung hat sich dann abgeseilt, eine ist von unten auch. Also ich kann mich, nein, also an einen Absturz selber kann ich mich gar nicht erinnern. Hallo, hörst du uns? Wo ich dann wieder kurz die Erinnerung habe, ist, dass 2 Bergretter mich wachrütteln. Den Rest vom fehlt mir einfach, ja. Wird alles gut, schau mal, ich hab unterwegs. Und dann ist eh gleich einmal der Hubschrauber gekommen und sie haben uns einmal eine Entwarnung gegeben, dass es ihm halbwegs gut geht. Nein, ich war dann im Unfallkrankenhaus, dort bin ich dann aufgewacht. Es war den Umständen entsprechend, waren meine Verletzungen relativ glimpflich. Ich habe mehrere Prellungen gehabt, sehr viel Schürfwunden und halt eine relativ schwere Gehirnerschütterung. Eine große Überraschung war dann eher danach, wie dann einmal natürlich die Rechnung gekommen ist von der Flugbergung etc. Ist dann schon eine Summe. Gott sei Dank ist ja der Alpenverein bekannt dafür durch seine Versicherung, dass der die Bergekosten deckt. Das war gar kein Thema, gar kein Problem. Und das alles für mich übernommen und das alles abgewickelt. Also das war wirklich, wirklich cool. Also wir gehen nach wie vor sehr oft auf die Berg gemeinsam. Also diese Tradition haben wir uns bis heute beibehalten. Haben wir uns nicht durch das nehmen lassen. Ist alles gut ausgegangen.